Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gestern der Support war mal wirklich wieder ziemlich krass beim Stream. Sowohl beim Fortnite-Stream hat nun, glaube ich, 9 Abonnenten dazu bekommen. Er hat auch Spaß gebracht, mit ihm zu zocken. Natürlich, heute wird es wahrscheinlich wieder ein Fortnite- und Minecraft-Stream geben. Fortnite-Stream ist meistens eher Nachmittag, weil da meine Freunde online sind. Und Minecraft-Streams meistens Abend nach dem Abendessen. Also könnt ihr das auf jeden Fall erwarten. Ich denke mal, ich werde heute auch in einem Stream meine Videos schneiden. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, wenn ihr es sehen wollt. Schaltet gerne nachher ein. Und lasst gerne mal ein Abo da und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und jetzt schauen wir uns mal den Itemshop an. Wir haben heute wieder den Unterdrücker drin und natürlich die Skins von gestern, die gestern neu drin waren. Nämlich den Rächerin-Skin. Ist ein ganz nice Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dazu die Kettenspalte-Spitzhacke, finde ich auch ganz cool. Dann haben wir im nächsten Slot hier die Einsatzleiterung, finde ich eigentlich auch ganz nice, den Skin. Hinten auch alles reaktiv mit zwei Stilen, mit und ohne Maske. Und einmal blau und einmal grün, wobei ich blau definitiv bevorzugen würde. Dazu gibt es natürlich auch noch die männliche Variante, die hier auch mehrere Stile hat. Einmal ohne Mitkopfbedeckung und eben halt auch in Blau und Grün. Ist auf jeden Fall ein ganz nice Skin. Hier auch wieder reaktives Backpack. Und dazu gibt es die Taktikschläger, die ziemlich cool aussehen. Sind im Prinzip Schlagstöcke. Ich glaube zumindest, dass sie im Prinzip Schlagstöcke sind. Als Doppelspitzhacke, dann haben wir Einsatzmuster als Lackierung. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus, obwohl es keine animierte Lackierung ist. Und das war es dann auch schon von dem Set. Als nächstes haben wir hier das Herrschaftsset mit dem Oppressor-Charakter, der wirklich ziemlich cool aussieht. Hier mit dieser Maske, die im Prinzip immer so wie beim Besucher auch schon zu finden ist. Also sieht schon ziemlich ähnlich zum Besucherskin aus. Also zum neuen Besucher hier. Der sieht ja schon relativ ähnlich aus, auch mit der Maske, die sich so bewegt. Also finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, den Skin. Auch hinten hier mit diesem, ja, mit dem, ja, mit der Wirbelsäule, was das hier ist. Die auch, by the way, zwei Stile hat. Der ganze Skin hat ja zwei Stile, einmal blau, einmal rot. Sieht ziemlich nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Als nächstes haben wir hier die Plasma-Klinge, sieht auch genauso cool aus hier, einfach mit dem Muster. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann haben wir Dreieckmuster-Lackierung, finde ich auch cool. Der Effekt wird gut erkennbar, hat nice Farben. Kann man sich auf jeden Fall kaufen, das Set. Dann habe ich hier MC Waffle. Mag ich nicht ganz so den Skin. Hier hinten fühlt sich das, umso mehr Damage man, glaube ich, macht. Oder umso länger man irgendwie überlebt, fühlt sich das auf jeden Fall. Und dann haben wir neu wildes Wackeln. Auch wieder aus dem Emote im Prinzip ein bisschen abgemischt. Die Musik. Ich hoffe, man hört es ganz gut. Ich kann auch ein bisschen lauter machen. Hat auf jeden Fall einen ganz nice Beat. Ja. Kann man sich auf jeden Fall kaufen, klingt nicht schlecht. Als nächstes haben wir Schere, Stein, Papier. War auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Kann man auf jeden Fall gut nutzen, um irgendetwas auszulosen. Ganz klassisch Schere, Stein, Papier einfach. Haben wir Elektroschaffel. Ist ein OG-Mode, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Als nächstes haben wir Beast-Schützen. Ist ein ganz netter Skin. Immer komplett in Schwarz gehalten. Kann man sich trotzdem kaufen. Und dann haben wir Fitnessrunde. Ist auch schon lange nicht mehr im Shop war. Ist auf jeden Fall nice Emote. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war's dann mit dem Fortnite Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.